Schauen wir uns mal als Beispiel bei dem mehrdimensionalen RS die Ausgabe einer Matrix an. Ich habe hier ein Hauptprogramm. In diesem Hauptprogramm wird ein mehrdimensionales Array, zweidimensionales Array erzeugt. Und ich rufe jetzt eine Funktion print auf und übergebe diese Array-Variable. Das heißt, diese Array-Variable wird jetzt initialisiert mit dem Wert dieser Array-Variable, sodass ich prinzipiell mir das vorstellen kann, hier gibt es diese Matrix ist nur ein anderer zusätzlicher Name für sich das hierhinter verbergende Array. Und über diesen Namen kann ich jetzt natürlich hier auch drauf zugreifen. Ja, und so eine Print-Funktion für ein mehrdimensionales Array mit beliebiger Länge, da arbeite ich halt mit Längs und Längs, so eine Print-Funktion kann jetzt folgende Form haben. Hier wird durchlaufen der Wertebereich von 0 bis Matrix Längs minus 1, von 0 bis Matrix Set Punkt Längs minus 1 und dann wird hier ausgegeben Print Matrix ZS plus ein Blank, ein Leerzeichen und dann nach Abschluss des jeweiligen Arrays wird hier mit println in die nächste Zeile verzweigt. Wenn ich das hier für diesen Fall aufrufe, wird also ausgegeben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Matrix ZS, Z durchläuft den entsprechenden Wertebereich S, greift also nacheinander auf 1, 2 zu, für Z gleich 0, dann für Z gleich 1 auf 3, 4 und für Z gleich 2 auf 5, 6, also auf die Elemente jeweils mit diesen Werten.